Auf dem jüngsten Festival von Cannes wurde er außer Konkurrenz vorgestellt. Jetzt kommt der Episodenfilm Seven Days in Havana in die europäischen Kinos. Der Streifen ist ein Gemeinschaftsprojekt. Sieben Filmemacher erzählen jeweils einen Tag in der kubanischen Kapitale. Leonardo Padura war verantwortlich für die Koordination der sieben Drehbücher. Mit dabei waren unter anderem der Spanier Julio Medem, der Palästinenser Elia Suleiman und der Franzose Gaspar Noé. Señor Elia, está aquí conmigo la embajada para el encuentro con el comandante. Ich fand es interessant, eine Geschichte zu erzählen, die etwas mit dem schwarzen Magieritual zu tun hat. Ich habe viel improvisiert, es gab kein richtiges Drehbuch. Die anderen Regisseure haben zum Teil bereits existierende Geschichten umgesetzt, beziehungsweise für den Film extra eigene Geschichten geschrieben. Laurent Conté zum Beispiel hat mit Padura zusammengearbeitet. If you need anything, ask me. Zu dem Darstellerteam gehören viele bekannte Gesichter wie Kultregisseur Emir Kusturica und der Deutsche Daniel Brühl. Benicio del Toro versuchte sich erstmals hinter der Kamera. Sein Film erzählt von einem jungen amerikanischen Touristen, dargestellt von Joa Hutcherson, der eine etwas andere Sightseeing-Tour durch Havana macht. You know that lady is an what? Joaquin Hernandez Diaz. Gaspar Noé and Elia Suleiman. Those two shorts are. Ich finde, dass die Filme von Gaspar Noé und Elia Suleiman auch für sich stehen können. Sie erscheinen mir etwas kürzer und spielen irgendwie in einer anderen Welt. Die anderen vier Filme hängen viel stärker zusammen. Es gibt eine Verbindung. Die Filme von Gaspar Noé und Elia Suleiman sind meiner Ansicht nach das Sahnehäubchen auf der Torte. Cherries on the cake, in my opinion. Ebenfalls am Film beteiligt waren der kubanische Regisseur Juan Carlos Tabio, der Franzose Laurent Conté und der Argentinier Pablo Trapero. Ein deutsches Premierendatum steht noch nicht fest.